Siehst du das da drüben? Ich versuche, einen Weg auf die andere Seite zu finden. Unterhalb der Klippe ist ein kleiner Kerl, der die Drachen steuert. Wenn er das Ding in der Luft halten könnte, das wäre riskant, aber es könnte klappen. Gib mir Kraft. Ich will mich nur um meine Angelegenheit kümmern. Die Puppenspielertechnik, was? Habe ich zum ersten Mal gesehen. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Ich dachte schon, du würdest endlich mal lächeln. Und jetzt kann ich mich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Danke, Kumpel. Na, wenn das mal nicht der alte Spaßvogel ist. Habt ihr eure Angelegenheiten geregelt? Das habe ich. Dank dir. Wessen Grab ist das? Das? Das ist... das von meinem Kind. Ich verstehe. Nachdem der kleine Wicht gestorben war, hat mir die ganze harte Arbeit nichts mehr bedeutet. Experimente mit Verjüngung, Entführung, die Verantwortlichkeiten eines Schwarzhuts
Alles, was mit diesem Tempel zu tun hat, kam mir irgendwie verdächtig vor. Habt ihr deshalb aufgehört? Ganz genau. Wie auch immer. Das war's hier jedenfalls für mich. Mir bleibt wohl nichts anderes, als mich zurück zur Ashina-Burg aufzumachen. Ein verdammt besserer Anblick als dieser Ort hier. Tja, damit wären meine Angelegenheiten hier erledigt. Ich schulde dir was. Wird wohl Zeit, mich wieder zur Ashina-Burg aufzumachen. Ach, übrigens, du hast das vermutlich bereits in Erfahrung gebracht, aber Ashina, weißt du, riecht etwas streng wegen der verkohlten Leichen und dem Schießpulver. Die Ratten strömen rein, das glaubt man fast nicht. Pass da draußen auf dich auf.